Die Fraktionsvorsitzenden aus dem Regionalparlament und aus dem Stuttgarter Gemeinderat waren ja gestern vom Herrn Käfer und vom Herrn Dietrich zu einem Informationsgespräch geladen, in dem die Bahn die Informationen geben wollte, die aus ihrer Sicht die Vertrauenskrise, die der Herr Kuhn angesprochen hat, beenden sollte. Herr Käfer hat sich etwa 1,5 Stunden Zeit genommen, mit einer Runde von etwa 25 Leuten zu reden. Da kann man sich vorstellen, dass nach einem Einleitungsbeitrag von ihm nicht so fürchterlich viel Zeit für Diskussion und tiefgehende Nachfragen übrig geblieben ist. Und tatsächlich haben wir von SOS und Linke diese Sitzung dann auch ohne großen Erkenntnisgewinn, was die Zahlen, über die gerade geredet wird, die Kosten und die Bauzeiten angeht, ohne großen Erkenntnisgewinn diese Sitzung wieder verlassen müssen. Herr Käfer hat nichts vorgetragen, was nicht schon in den Medien bekannt gewesen wäre, was der Herr Wipper aus Berlin oder die Stuttgarter Journalisten in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen schon gedruckt hätten. Er hat auf konkretere Nachfragen in erster Linie ausweichend geantwortet und auch das Thema, das im Raum steht seit letzten Samstag, Gesamtkostenrahmen von 10 bis 11 Milliarden und Bauzeit bis 2025, keine Stellung bezogen. War auch, wie gesagt, nicht viel Zeit zum Nachfragen da und Nachbohren. Ganz offensichtlich hat diese Tournee des Herrn Käfer die Funktion gehabt, seine politischen Stuttgart 21 Unterstützertruppen wieder etwas mehr in die Verantwortung zu nehmen und ihnen Mut zu machen, dass sie dem Projekt, dem der Wind ja gerade in den Medien und in der öffentlichen Meinung ins Gesicht bläst, dem Projekt mehr Rückendeckung geben sollten. Er hat also die Gemeinde- und Regionalräte, bei denen es ja nach wie vor politische Mehrheiten pro Stuttgart 21 gibt, aufgefordert, sich mehr ins Zeug zu legen, dass diesem Gegenwind etwas entgegengesetzt werden kann, weil so Herr Käfer, gegen das, was momentan läuft, käme die Bahn alleine nicht an. Er hat die Kritik der Vertrauenskrise auf groteske Art und Weise umgedreht, indem er sagte, es gäbe ja nicht nur eine Vertrauenskrise der öffentlichen Meinung gegenüber der Bahn, sondern es gäbe eine Vertrauenskrise der Deutschen Bahn gegenüber dem Land und gegenüber der Stadt Stuttgart, denn dort würde er die notwendige Projektförderung, das positive Verhalten und Unterstützen des Projekts doch sehr vermissen. Und hat offenbart, dass er einen Kostenposten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, von etwa 140 Millionen Euro in seinem Risikotopf der mangelnden Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Land zugeordnet, also auf groteske Art und Weise Verantwortlichkeiten versucht umzukehren. Und deutlich gemacht hat er Risiken dieser Art, die aus schlechter Zusammenarbeitsbereitschaft der Behörden resultieren würde, am Beispiel Denkmalschutz. Er hat erwähnt, dass die Auflagen, die im H7 für denkmalschützerische erhaltende Maßnahmen von der Stadt gefordert worden sind, einen mehrstelligen Millionenbetrag verschlingen und somit natürlich Kostentreiber sind. Und man könnte die Appelle, die er abgelassen hat, polemisch zusammenfassen und sagen, wenn die Zusammenarbeit so schön funktioniert hätte wie seinerzeit unter den Herren Oettinger, Mappus und Schuster, wo die Karten ja problemlos noch unterm Tisch gemischt werden konnten, dann
dann hätten wir längst nicht so große Probleme, wie wir sie heute hätten und könnten Kostensenkungspotenziale generieren. Also das heißt, weniger Brandschutz, weniger Mineralwasserschutz, weniger Denkmalschutz würde das Projekt auch noch billiger machen. Die Veranstaltung sollte also letzten Endes nichts anderes tun, als die Truppen wieder besser zu ordnen. Das war meine Wahrnehmung. Und Erosionsprozesse, die es ja zweifellos auch im Prohler-Lager gegeben hat, stoppen, wenn möglich, rückgängig zu machen. Und es schien mir jetzt auch nicht ganz erfolglos zu sein, denn die Mehrzahl der Fraktionsstatements, die zu seinen Äußerungen abgegeben worden sind, gingen ja in die Richtung, dass man doch jetzt wieder mehr Vertrauen fassen könne nach dieser wunderbaren Information, die ich wiederhole. In der Substanz, was die Kostenfragen anging, nichts, aber auch gar nichts Neues gebracht hat. Dann wurde wieder das übliche Kommunikationsproblem thematisiert. Wir kennen das ja schon von der Agenda 2010, die ja nicht an sich schlecht war, sondern nur schlecht kommuniziert wurde. Ähnlich wurde das in der Runde diskutiert, dass die Kommunikation jetzt in Zukunft entscheidend sei und die Kommunikationsprobleme zu beheben seien. Wir haben deutlich gesagt, es handelt sich beim Projekt Stuttgart 21 nicht um ein Kommunikationsproblem, sondern das Projekt an sich ist das Problem mit all den tausendfach bereits analysierten und nachgewiesenen Problemen, die Stuttgart 21-Kritiker ja immer wieder vortragen. Wir haben folgerichtig Anträge gestellt, im Stuttgarter Gemeinderat und gesagt, der Bahnvorstand, namentlich Herr Käfer, soll nicht Datenräume zur Verfügung stellen, wo ausgewähltes Personal unter Aufsicht kurzfristig irgendwelche Daten zu einsehen darf. Auf diese Darkrooms kann die Öffentlichkeit, glaube ich, gut verzichten. Was erforderlich ist, ist, dass in aller Öffentlichkeit ihre Berechnungen und Hypothesen offengelegt werden. Deshalb lautet unser Antrag, dass Herr Käfer in den Verwaltungsausschuss in öffentlicher Sitzung kommt und dort Rede und Antwort steht. Das war der eine Antrag. Und zweitens, wir befinden uns hier in der wunderbaren Stuttgart 21-Ausstellung, die ja sinnfällig demonstriert, wie weit die Realität von diesen von dieser Illusionsmacherei hier entfernt ist und entfernt sein wird. Der zweite Antrag von uns fordert also, dass die Ausstellung hier, die der Bevölkerung nicht die Wahrheit über Stuttgart 21 sagt, abgebaut wird. Das ist ein kleiner Beitrag, den die Stadt Stuttgart dazu leisten kann, dass die Unterstützung für das Projekt jetzt eingestellt wird. Denn in der Tat deckt sich ja nichts, was in der Stuttgart 21-Propaganda nach wie vor behauptet und auch hier mitten im Rathaus ausgestellt wird, mit den Realitäten. So, und zu guter Letzt würde ich sagen, die Frage der Kosten ist zweifellos ein wichtiger Punkt, ein Pferd, das man reiten muss, wo die Kritik ansetzen muss. Aber wir als Stuttgart 21-Gegner dürfen eines nicht tun, uns nur auf die Kostenfrage kaprizieren. Das Projekt ist aus inhaltlichen Gründen abzulehnen, aus Gründen, die mit der Immobilienspekulation, der Gefährdung des Mineralwassers, den geologischen Risiken zu tun hat, mit der Zerstörung eines funktionierenden Bahnknotens. Das muss weiter im Zentrum der Kritik stehen und darf nicht reduziert werden auf die Frage, ist es teuer und wo kommt das Geld her?